Peace, meine lieben Dampferfreunde. Wie ich ja in einem meiner letzten frischen Videos gezeigt habe, habe ich ja neue Glasfaser bekommen. Und heute werde ich nochmal mit euch den CE5 Plus neu wickeln. Aber nur eine Wicklung machen wir. Und zwar diesmal die Variante, sonst habe ich das ja, ich habe es ja schon einmal vorgestellt, die Variante mit 3x1 mm Glasfaserschnüren parallel. Und ich habe heute meine Wicklung gemacht, testweise mit meiner neuen Schnur, mit meiner, das war die 2 mm Schnur, mit einer 2 mm Schnur und mit einer 1 mm Schnur. Ich schwenke dazu mal runter und dann machen wir das mal gemeinsam. Zack. Hier auf die Operationsfläche. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen. Ja. Hier nochmal ein bisschen dichter ran. Ja. So muckt das. Ja. Hier ist mein CE 5 Plus. Da brauche ich wieder ein leeres Liquidfläschchen, wo ich hier die Soße, bei dem werden wir jetzt missbrauchen, der Verdampfer da drin ist noch gut, durch die Soße mal reinkipp. So. Zack. Bisschen Klopapier hier. Machen wir gleich den Drip-Tip mal sauber. Ich hoffe, ich bin hier richtig im Bild. Ich wandere immer ein bisschen aus dem Bild raus. So, Drip-Tip ist sauber. Jetzt schrauben wir das hier unten mal ab. Der ist ja noch gut hier. Der Verdampfer. Den lege ich mal auf ein Stück Klopapier. Den baue ich nämlich nachher wieder ein. Der ist okay. Hier kann man das ganz gut sehen, dass ich mit 3 1 mm Glasfasern immer gewickelt habe, die letzten Male. Seht ihr das? Ich hoffe. Schnüren. So, den lege ich mal zur Seite. Der ist ja noch gut. Das Rohr hier, das lege ich auch zur Seite. Das ist ja auch noch gut. Drip-Tip lege ich zur Seite. So, das ist ja hier der Sockel. Den mache ich nochmal schnell sauber. Wo wir ja nachher unseren neu gewickelten Verdampfer wieder reinschrauben. So, da hat sich doch schon ganz schön Liquid hier unten gesammelt. Zack, auch fertig. So. Ich will mal gucken, dass ich da möglichst mittig komme. So. Ja, was brauchen wir? Jetzt ist es erstmal ein Bier. Ja, jetzt geht's wieder los mit meinen Alkoholiker-Videos. Prost. Dann brauchen wir ein Verdampfer, einen verschlissenen, ohne Wicklung, den ich gereinigt habe. Dann brauchen wir 2 mm Glasfaserdocht. Dann brauchen wir 1 mm Glasfaserdocht, ein Stück, und unsere Wickelhilfe. Die pulle ich mal aus. So, hier schon mal 1 mm. Hier sind unsere 2 mm und wir brauchen eine Schere. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Na ja, gut, und unseren Kantaldraht, ne? Das kennt ihr ja schon alles. So, 2 mm, 1 mm. Warum mache ich das so? Ich zeige euch mal, ich habe mir mal angeguckt, die Sonne hier weg, wie die Originale aussehen. Guckt euch das mal an. So sehen die Originale aus. Das ist nämlich auch eine 2 mm Schnur vorhanden. Das ist im Original, ist eine 2 mm Schnur drauf und eine 1 mm parallel. Und genauso mache ich das auch. Ich hole noch mal eine Lampe. Falls die Wolken gleich hier die Sonne komplett bedecken, jetzt sieht man überhaupt nichts mehr. Ich hoffe, man sieht jetzt überhaupt was. So, jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen zusätzliche Beleuchtung, sicherheitshalber. So, das ist das Original und so werden wir den genauso wickeln. Ich habe das vorhin mal ausprobiert. Das ist nicht schlecht.
funktioniert besser als mit den 3x1mm Schnüren. So, nun legen wir los. Ihr kennt den ja, den Verdampfer hier. Hier ist ja, wo der Drip-Tip drauf sitzt. Nachher intern zum Abdichten. Da machen wir den Deckel hier oben ab, den Gummideckel. Zack. Sieht man das? Jo. Dann haben wir hier unten hier unseren Pluspol, der mit dem Isolator hier zusammen drauf sitzt. Erstmal nehmen wir den Pluspol raus mit den Fingernägeln. Ich meine, die Verdampfer vom CE5 Plus, die lassen sich natürlich echt schön einfach wickeln. Jetzt habe ich den komplett beides rausgezogen. Hier ist das Gummi, das Dichtungsgummi, das mache ich mal sauber, wenn das hier schon so drauf sitzt. So. Nehmen wir die Teile. Pluspol, Isolatorgummi. Legen wir mal zur Seite. Und hier haben wir quasi wo unsere Neuwicklung hereinkommt. Die Basis sozusagen. Die Wickelbase. So. Nun legen wir mal los. Wie lange machen wir das? Nehmen wir eine Schere. Nehmen wir mal die Länge hier. Na, ich kann schneiden, ne? Zack. Packen wir das hier wieder rein. Und genauso lang machen wir auch unsere 1mm Schnur, vielleicht einen Tick länger. So, fertig. Haben wir hier zwei Sachen. Jetzt brauchen wir unser Kantaldraht. Eine schöne Werbung hier. Wir haben unseren Kantaldraht, wichtig, 0,2er, 5 Wicklungen, damit wir auf 2,3, 2,4 oben kommen. Schnibbeln uns hier ein Stück ab. Schnippeln uns ein kleines Stückchen ab. Kantaldraht. Dann können wir schon mit dem Wickeln anfangen. Jetzt glühen wir als erstes erstmal den Kantaldraht aus. Dazu brauchen wir ein Feuerzeug. So, dann habe ich ein Feuerzeug mal schnell geholt. Und den glühen wir aus, damit er sich nachher besser wickeln lässt. Einmal nur anglühen. Dann ist das wickeltechnisch einfacher. Ja, vorne ist angewascht. Schneide ich sowieso ab. Zack. So, einmal kurz durchgeglüht ist. Ne? Zack, lässt er sich besser wickeln. So, jetzt haben wir hier unseren Draht, unsere Wickelhilfe. Bin ich noch im Bild? Ja. Ja, jetzt nehmen wir unsere beiden Schnüre, 2mm und 1mm. Mal gucken, dass ich die Mitte nachher ungefähr treffe, wobei das nicht so schlimm ist. Halten das hier fest. Ja, nehmen unseren Kantaldraht, halten den auch fest, klemmen den hier irgendwie hin und wickeln mal los. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Wicklungen. Ja. Ziehen unsere Wickelhilfe hier raus. Schon haben wir unsere Wicklung fertig. Jetzt gucke ich mir das nochmal an. Hier ist das ein bisschen aus dem Ruder gerutscht. Ich drücke das jetzt alles mal ein bisschen zusammen. Ja. Ist nicht schön. Aber sollte ausreichen. So. Ist hier schon ein paar, die runter guckt hier. Ja, ist okay, denke ich mal. Wir werden es ja gleich sehen. So, dann haben wir ja ein kurzes Ende und ein etwas längeres Ende, wie sonst auch. Kommt jetzt als nächstes unsere Basis rein, unsere Base, wo wir die beiden Drähte durchschieben. Also Wicklung hier. Ja, die ist nicht schön geworden. Ne? So, ich ziehe die mal ein bisschen, den Docht. Die Wicklung ist gut, wenn man den Docht da drin noch ein bisschen bewegen kann. Kann man. Das so ein bisschen parallel ist. Ne? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die ist nun nicht so schön geworden, weil ich jetzt auch Gas gegeben habe. Aber trotzdem, die wird funktionieren, hoffe ich.
ist das Wichtigste. So, stecken wir hier beide Drähte durch. Einmal. Durch das Loch hier unten, beide Federn. Moment mal. Tata. So. Sind die hier durch. Stecken wir hier oben unsere Wicklung in die Nut. Ziehen die ganzen Umsel hier runter. So. Zack. Und haben die Wicklung dann hier drin. Und um das alles ein bisschen zu fixieren, ist jetzt ungefähr in der Mitte, um das zu fixieren, setze ich hier schon mal die Gummikappe rauf. So, Fussel. So, setze ich hier die Gummikappe rauf. Zack. Dann ist das hier schon mal fixiert. Ja, bin ich ein bisschen aus dem Kurs geraten. Jetzt könnte ich das noch hinziehen, habe ich aber jetzt keine Lust zu. Ist auch unwichtig. Dann klappen wir einen ab. Welchen klappen wir ab? Das ist eigentlich wurscht. Einer nach rechts. Einer nach links. Das sind ja hier unsere Wicklung sitzt ja hier innen drin. Wenn ich den jetzt verdrehen würde, dann würde ich ja... Ja, Stimme aus dem Offen mal wieder. Wie gesagt, hier sitzt jetzt hier die Wicklung drin. Ich mache nochmal den Deckel ab, damit ihr das sehen könnt. Hier innen drin. Kann ich da sogar reinleuchten? Sieht man das? Man könnte es sehen. Ich hoffe, ihr seht das. Da sitzt die Wicklung drin. Ne? Und wie gesagt, mit dem Gummi fixiere ich, wenn ich das Gummi jetzt hier raufstecke, fixiere ich die Glasfaser mit der Wicklung so ein bisschen. Und die Wicklung sitzt ja parallel zu den Dochten. Ein Rad hier, ein Rad hier. Ein Rad hier, ein Rad hier. So, jetzt suchen wir uns natürlich einen aus, der unser Pluspol wird. Und das wird unser Minuspol, weil der hier außen am Gehäuse anliegt, unsere Masse. Nehmen wir unseren Isolator sozusagen. Stecken den hier rein. So, jetzt haben wir hier vorne, wie ihr seht, unser Minus schon mal an, also ein Pol an Masse fixiert über den Isolator. Klappen wir den zweiten Draht, den Pluspol, den klappen wir ab. Stecken wir unseren Pluspol hier unten rein. Bin ich in der Mitte? Ja. Stecken unseren Pluspol hier rein und fertig ist unsere Wicklung. Die Drähte, die wir hier haben, die knatteln wir ab. Einmal. Ihr seht, wie schnell das geht. Zweimal. Und wenn ich jetzt Bock habe, könnte ich den hier mal testen, ob er dampft. Dann schraube ich ihn hier wieder auf. Die Drähte schmeißen wir weg, weil die brauchen wir nicht mehr. Jetzt kommt natürlich der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Ich nehme mal den Deckel ab, damit ich sehen kann, ob da was passiert. Ob der technisch funktioniert jetzt. Vorher. Ja, er qualmt, wie ihr seht. Gebe ich da mal ein bisschen Liquid drauf, einen Tropfen. Nicht, dass ich mir da was verbrenne. Nur einen Tropfen hier, damit das nicht in die Hose geht. So. Zieht sich das so ein bisschen rein und dann, ihr seht, seht ihr das? Ihr hört es auch. Wenn ich richtig Hacke gebe, unsere Wicklung hat funktioniert. Puh. Wie sie natürlich dampft, das werden wir gleich sehen. Schauen wir es wieder ab. Ihr seht, das ist alles völlig Schnuppe bei dem CE5 Plus. Da muss man noch nicht mehr sauber arbeiten. Da machen wir hier unser Deckel wieder rauf. Ihr seht, benetzt sich hier schon die ganze Soße, die hier noch drin ist. Setzt sich da schon ran an unsere Glasfaser. Jetzt machen wir unser Drip-Tip nicht drauf, sondern füllen ihn erstmal auf mit irgendeinem leckeren Liquid. Ich nehme mal Marlboro. Das nagel ich da jetzt rein. Mache ich nicht ganz voll. Das ist nur, damit ich dampfen kann. Ne?
weil ich den auch gleich wieder ausbaue. Das ist nur für euch, zum Zeigen, dass es geht. Und eben zum Checken, wie es dampft. Machen den Trip-Tipp drauf. Kippen das mal ein bisschen, dass ich das jetzt ein bisschen vollsaugen kann. Viele sagen immer, dass man sollte dem Verdampfer so circa 10 Minuten stehen lassen. Finde ich albern, braucht man nicht. So, jetzt klappe ich mal wieder hoch. Hier haben wir jetzt unseren Verdampfer. Schrauben den hier rauf und testen ihn mal vorsichtig an, unsere Wicklung, unsere neue. Schmeckt. Das ist das Schöne an den Dochten. Die sind nicht irgendwie behandelt, die haben keinen Eigengeschmack, das ist gut. Ihr seht, Dampf wieder wunderbar, so wie sich das gehört. Was rein. Sehr schön. Ihr seht, es funktioniert. Jetzt schwenke ich mal wieder runter. Jetzt machen wir mal einen Widerstandstest. Ihr wisst ja, bei meinen Wicklungen liege ich immer so bei 2,4, 2,5 Ohm. Ich schätze mal, dass der auch so bei 2,5 Ohm liegen wird. Jetzt messen wir das mal durch. Ich drehe das mal um, dann seht ihr das besser. Seht ihr das Display? Nicht wirklich, ne? Moment, ich leg da mal was unter. Eins, ne? So, und jetzt halte ich mal hier plus minus meine Messspitzen ran, damit wir mal einen Ohmwert haben. Einmal ein Plus, einmal ein Minus. Dann schauen wir mal, wo wir da liegen. 2,5. 2,4. Ja, warte mal, jetzt bin ich ein bisschen dicht drin hier. Ich habe es ein bisschen blöd zu messen, warte mal. Ich muss das mal ein bisschen vernünftiger hinhalten. 2,4 Ohm. Wie gehabt. Ihr merkt, beim Wickeln, ich habe mich auf 2,4 Ohm eingeschossen mit meinem 020er Kantal drauf. Liege ich immer bei 2,4, 2,5 Ohm. Schrauben das hier wieder rauf. Dampfen nochmal eine Runde. Mit unserer frischen Wicklung. Ass rein. Also, ich finde, das geht mit dem 02er Draht und ein bisschen einer da noch oben drauf. Nicht 02er, also mit dem 2 mm Draht, sage ich schon. Mit dem auch schon hier mit der Glasfaser, mit der 2 mm Glasfaser und 1 mm Glasfaser entspricht dem, das ist, da bin ich noch nicht zufällig drüber gestolpert heute, weil ich mir die einfach mal angeguckt habe, die original gelieferten CE5 Plus Eumel. Da war nämlich eine 2 mm Schnur und hier liegt noch eine drauf oder mit drin in der Wicklung. Und da dachte ich, mach das mal genauso. Ach rein. Und lass sie schneller wickeln. Noch schneller. Da hat man das Getüdel nicht mit drei Fäden. Ne? Das habe ich dann mal mit drei Einhängen gemacht. Aber dadurch, dass ich natürlich jetzt die 2 mm Glasfaser habe, zusätzlich noch, zu meinen 1 mm Glasfasern, ist das natürlich eine wunderbare Geschichte. Zwei Drähte Wickelhilfe habt ihr ja gesehen. 1, 2, 3, 4, 5. Muss noch nicht mal unbedingt schön aussehen, das Ganze.
Ich habe da ja nicht auf Schönheit geachtet. Da geht fast nie was in die Hose. Das kann ruhig unsauber gewickelt sein. Darf bloß nicht zu weit auseinander gehen, dass man dann außen an das Gehäuse kommt. Ne? Aber ihr habt gesehen, wie easy das ist. Und wie klasse. Diese CE 5 Plus, wie klasse die Dinger dampfen. Wie einfach die sich halt wickeln lassen. Ne? Bisschen Draht. Würde ich echt empfehlen, so mache ich es jetzt nur noch. Das ist echt eine gute Sache in diesen 2 mm. 2 mm Schnur, ein Stück. Ein Stück 1 mm Schnur, habt ihr ja gesehen, so ein Stück. Ungefähr die Wickelhilfe rein. Die Mitte treffen und rein damit verdrahten, also kontaktieren, abknallen, einbauen, Liquid drauf, dampfen, 2,4 Ohm. Top. So, Freunde, zweimal ziehe ich noch und es ist auch erledigt. Und dann baue ich hier wieder meinen suppigen, da seht ihr das, so wie ich ihn vorher gewickelt habe bei einem. So habe ich ihn ja vorher gewickelt. Ich kann ja den anderen nochmal rausholen. Das mache ich einfach mal. Wo ist meine Pulle, wo ich mein altes Liquid reinklecke? Das mache ich jetzt. Moment. Ihr könnt euch das mal angucken, den Unterschied, ne? So, jetzt gebe ich das aus. Das, was ich da eben reingekleckert habe. Ja. Wollen wir nicht zu vorsichtig sein. Wurscht. Ich das mal alles hier auseinander. Das hat sich natürlich jetzt alles vollgesogen. Ich nehme auch an, dass diese 2 mm Glasfaser, dass die einen besseren Liquidtransport sicherstellt. Ich halte die einfach mal so hoch, so wurscht. Das ist ja nun unsere Wicklung hier, wie ihr seht. Ja, guck mal, ein bisschen asymmetrisch, ne? Weil ich da einfach nicht drauf geachtet habe, wurscht. Hier ist eine 2 mm, die beiden Fasern. Und das ist meine alte Wicklung, so wie ich sonst immer gemacht habe. Drei Einer genommen. 1, 2, 3. Hier sieht man es auch nochmal. 1, 2, 3. Und hier habe ich jetzt ein 2 mm und eine 1 mm. Und ich nehme an, durch den 2 mm wird wesentlich besser das Liquid transportiert als durch diese dünnen Räume. Jedenfalls macht er richtig dampftechnisch Kapelle, das hat mich echt gewundert. Nicht viel mehr als diese Wicklung, aber schon, qualmt schon ordentlich das Ding. Ne? Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen die Flossen sauber machen hier. Ja, Klopapier kann man nie genug haben. Ich denke gleich mal Hände waschen. Nikotinliquid. Aber so nehme ich mir dann gleich ein bisschen Nikotin auf, ist auch nicht schlecht. Ne? So, Freunde, das war's. Wickeln CE5 mit einem 2er. 2 mm Glasfaser dort und einem Einer parallel, 2er Einer, 5 Umdrehungen, rein, erledigt. Geht noch einen Tick schneller, man spart noch ein paar Sekunden beim Wickeln. Und das Dampfergebnis ist überzeugend. Und ich habe gesehen, muss nicht schön sein. Einfach wickeln, rein damit, fertig. Ne? Bumm, hat noch einen Verdampfer. Ne? So, Freunde, tschüssi. Ne? Mal gucken, wie ich die richtige Taste treffe hier. Ich glaube ja.